Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die folgende Sendung ist ein Business TV-Format. Sie wird unterstützt von der Lejeune Academy München. Liebe Zuschauer, willkommen zu Brennpunkt Wirtschaft. Ja, jetzt haben wir gerade die Wiesn im Grunde beendet, ein Riesenevent. Und jetzt geht es schon wieder los. Am kommenden Wochenende, am 8.10. findet der 32. Münchner Marathon statt. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, bis zur Stunde haben in Deutschland etwa 100.000 Marathonläufer gefinisht. Das heißt, sie sind durchs Ziel durchgegangen und es ist natürlich schon, ich darf es mal so ganz bescheiden sagen, ein geiles Gefühl. Ja. Heute haben wir also hier wieder dabei unsere Fernsehärztin Frau Dr. Barbara Richards. Wir wollen jetzt mal ein bisschen reden über Marathonlaufen. Ist das generell gesund? Also das kann man so nicht sagen, dass es generell gesund ist. Für die Gesunden vielleicht schon, für die, die krank sind, ist es definitiv nicht gesund. Insbesondere krank in dem Sinne, Herz-Kreislauf-krank. Also ich denke, Menschen, die bereits einen Herzinfarkt hinter sich hatten, Menschen, die vielleicht einen Stent in die Herzkranzgefäße bekommen haben, aber wir müssen gar nicht so weit weggehen. Auch Menschen, die zum Beispiel einen hohen Blutdruck haben, an einer Zuckererkrankung leiden, vielleicht übergewichtig sind, für die ist es zumindest nicht gesund, also da muss man extrem vorsichtig sein. Und dann kommen wir auf die ganzen orthopädischen Problematiken zu sprechen. 42 Kilometer laufen oder etwas mehr als 42 Kilometer laufen. 195 Meter länger. Genau. Heißt ja auch in München zumindest überwiegend über den Asphalt laufen. Und das ist für die Gelenke nicht gut. Da denke ich an das Hüftgelenk, an die Kniegelenke, an die Wirbelsäule. Das ist sicherlich ein ganz großes Problem, also abgesehen von den ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Jetzt wissen wir ja, dass der Blutdruck schwankt bei Menschen, bei uns Menschen. Man weiß, niedriger Blutdruck, den spürt man dann schon. Man kommt vielleicht nicht so in der Früh aus dem Bett raus. Aber nun so ein erhöhter Blutdruck, den spürt man ja nicht gleich. Aber was findet denn generell statt, wenn man sich jetzt einfach 42,195 Kilometer da reinzieht? Was findet da blutdrucktechnisch bei den Läuferinnen und bei den Läufern statt? Ja, wichtig ist natürlich bei diesem ganzen Thema die Vorbereitung. Also blutdrucktechnisch findet das statt. Ich gehe davon aus, dass der Blutdruck beim Start ein kleines bisschen erhöht ist, wegen der Vorfreude oder Adrenalin. Wegen der Energie, die dort und Adrenalin natürlich, was frei wird. Wichtig ist dann natürlich, dass der Blutdruck sich auf irgendeinem Niveau einpendelt. Also dass man beim Laufen ein sogenanntes Steady State bekommt. Das heißt, der Blutdruck steigt an und ist dann zum Beispiel, sage ich mal, 160 zu 90 und bleibt dann über Stunden konstant. Der Puls, also die Herzfrequenz erhöht sich natürlich auch, aber da ist es natürlich wichtig, dass man nicht läuft bis zum Anschlag. Und deshalb sage ich, es ist wichtig, dass man das vorher testet. Das heißt, also ich laufe ja nicht aus dem Stand 42,195 Kilometer, sondern ich muss mich ja vorbereiten und muss eben auch in dieser Vorbereitungszeit testen, wann, wie, welcher Blutdruck bei mir vorhanden ist. Und wenn der Blutdruck jetzt zum Beispiel 220 ist, dann muss ich mein Tempo zurückschrauben, damit es eben nicht gefährlich wird. Aber nun wird. Ist es ja so, beim Laufen misst man ja nicht den Blutdruck. Oder man könnte es natürlich tun, aber man macht ja schon. Also man hat natürlich ab und zu, viele Läufer haben natürlich einen Pulsmesser. Die sehen dann schon, oh, der Puls ist jetzt 150 oder 160. Aber desto länger man ja läuft, dann geht er ja normalerweise zurück. Jetzt, ich bleibe noch mal dabei beim Blutdruck. Ich meine, man spürt das ja nicht beim Laufen. Man ist natürlich angespannt und man jagt einen Kilometer nach dem anderen ab. Aber irgendwie der Blutdruck, der kann sich ja wirklich klammheimlich immer mehr erhöhen. Und manchmal gibt es natürlich dann Symptome, dass es einem schwindelig ist, dass man eben einfach Kopfschmerzen kriegt. Was ist denn da ratsam? Ja, auf die Symptome achten. Das ist ganz wichtig. Das heißt Schwindel, Kopfschmerzen, aber auch Seitenstiche, Druck in der Bauchschmerzen, ja. Druck im Oberbauch, Stiche in der Brust, das sind Warnsignale und die sollte man unter allen Umständen ernst nehmen und nicht die älteren Menschen, also wir kommen sicherlich auch noch auf die Altersstruktur des Marathonslaufs, also nicht nur die älteren Menschen, sondern auch die jüngeren sollten das ernst nehmen.
gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder wirklich das Thema zurückschrauben, langsamer laufen, oder es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass ich mal 500 Meter gehe, um wieder runterzukommen mit meinem Puls, mit meinem Blutdruck, dann gucken, ob die Beschwerden nachlassen und dann gegebenenfalls eben wieder langsam weiterlaufen. Aber auf die Symptome unbedingt achten. Nun ist es aber so, wenn man Marathon läuft, dann läuft man ja auch gegen die Uhr. Also man nimmt sich ja irgendwie eine Zeit vor. Ja, also, und jetzt ist es ja so, Marathon ist ja etwas, ich sage jetzt mal, da kann jeder mitlaufen, ob er arm oder reich ist, ob er eben einfach jung ist oder ob er alt ist. Also ich weiß, aus der Google-Studie, da gibt es Leute, die laufen mit 101, laufen den Marathon. Ja. Aber was ja spannend ist, meistens erwischt es ja auch junge Menschen, die plötzlich eben einfach umfallen und ja, einen Sekundentod erleiden. Richtig. Jetzt nochmal zurück zur Vorbereitung. Was empfehlen Sie denn da als Ärztin? Ja, also wenn jetzt jemand sagt, ich möchte einfach Marathon laufen, ich fange einfach mal an, ich kaufe mir jetzt mal Laufschuhe. Übrigens wissen Sie, wie viel Menschen in Deutschland laufen? Also 15 Millionen. Und die Industrie, der Turnschuhindustrie, ein Umsatz von 2 Milliarden. Ja, es ist ein Wahnsinn. Wahnsinn. Also das heißt, es ist auch so, irgendwie, man kann mal schnell die Turnschuhe anziehen, man läuft. Aber wie ist es denn aus medizinischer Sicht? Ich möchte jetzt direkt mal eine ketzerische Bemerkung machen. Also die Zeit, die ich im Sportgeschäft verbringe, dass ich sage, ich suche mir die richtigen Turnschuhe aus, ich suche mir die richtige Kleidung aus, die sollte man auch beim Arzt verbringen. Das heißt, Vorbereitung ist alles. Das heißt, selbstverständlich, wenn ich gerade in etwas fortgeschrittenem Alter anfange mit einem Leistungssport, und das ist der Marathonlauf in jedem Falle, unbedingt vorher ein Check-up machen beim Arzt. Und das heißt nicht, dass der Arzt also ein EKG schreibt und mal 3 oder 4 Blutwerte bestimmt, sondern dass man wirklich zum Kardiologen geht und ein Check-up macht, ein Ruhe-EKG, eine Ultraschalluntersuchung des Herzens. Man soll schauen, ob vorbestehende Kalkablagerungen an den Herzkranzgefäßen vorhanden sind, um ein mögliches schlummerndes Risiko bei den individuellen Läufern dann zu erkennen und natürlich ein Belastungs-EKG machen. Das heißt also, ich schaue einmal, wie das eben ist bei 100 Watt, bei 150 Watt oder bei 250 Watt. Wie ist der Puls, wie ist der Blutdruck und vor allen Dingen hat der jeweilige Mensch, der jeweilige Patient hatte eben Beschwerden. Also unbedingt ein Check-up vorher machen. Und dann natürlich auch vorbereiten, wenn die Personen Medikamente nehmen, dann muss man ganz genau überlegen, wie mache ich das denn mit den Medikamenten? Nehme ich meine Blutdruckmedikamente vorher? In welcher Höhe nehme ich sie? Ganz problematisch ist das, wenn jemand zuckerkrank ist, also diabeteskrank ist. Denn der kann nicht 4 oder 5 Stunden laufen, ohne etwas zu essen und ohne zwischendurch mal den Blutzucker zu bestimmen. Und vor allem zu trinken. Und vor allen Dingen zu trinken. Das ist ganz wichtig. Ich meine, da ist natürlich auch eine ganz große Philosophie. Wie verhalte ich mich während des Laufes? Was trinke ich? Wie viel trinke ich? Trinke ich nur stilles Wasser? Trinke ich isotonische Getränke? Soll ich Kohlenhydrate zu mir nehmen oder soll ich keine Kohlenhydrate zu mir nehmen? Also eine ganze Industrie und Philosophie, die letztendlich dahinter steckt. Ja, wobei natürlich auf der Strecke natürlich diese ganzen Pülferchen alle stehen, aber wenn ich die zu viel nehme oder wenn ich zu viel trinke, ganz genau. Das ist ja auch etwas ganz Natürliches, dass ich dann auch mal gegen mein Bedürfnis, dass ich eine Toilette aufsuchen muss, renne. Wenn ich zu viel getrunken habe, ja, aber es ist natürlich auch eine Gefahr, wenn ich zu wenig trinke, dass ich irgendwie einen Kreislaufkollaps trinke. Sicher, ganz genau. Und gerade wenn ich dann auf die Toilette muss, da stehen natürlich viele Leute da und der Chip im Schuh, der die Zeit misst, der läuft natürlich weiter. Ja, klar. Also da kann man natürlich schon mal 10 Minuten, 20 Minuten verlieren und dann versaut man sich im Grunde die Finish-Time. Aber ich möchte noch mal zurückkommen. Also Marathon ist ja wirklich kein Kindergeburtstag. Ja? Also das ist schon etwas, was mit Ankommen normalerweise zu tun hat. Aber viele steigen vorher aus, weil sie es nicht schaffen oder weil sie eben einfach merken, ich kriege Herzrasen und so. Da ist natürlich unbedingt angesagt, sofort raus, oder? Richtig, richtig. Also bei, wie gesagt, bei Warnsymptomen, Herzrasen, Seitenstiche, Luftnot, also Luftnot über das Übliche hinaus und natürlich Herzschmerzen, sofort abbrechen, sofort einen Arzt aufsuchen, wenn die Beschwerden nicht nachlassen. Und ich glaube, das ist viele trauen sich das nicht, weil sie sagen, jetzt habe ich mich so lange vorbereitet, also quasi New York Marathon, bin da hingefahren, habe eine Startnummer, muss Startgeld bezahlen und. Und dann sagt man, so jetzt habe ich irgendwelche Beschwerden und höre auf. Und das tun viele nicht und da sehe ich eine ganz große Gefahr drin. Frau Dr. Richards, Sie haben ja
in Kürze eröffnen Sie ja das kardiologische Zentrum in Bogenhausen. Haben Sie da vor, mal so einen richtigen Check-up auch für Runner zu machen? Selbstverständlich. Das mache ich jetzt auch schon. Und dieser Check-up für Läufer, für Langstreckenläufer, beinhaltet genau das, was ich eben gesagt habe, dass man also wirklich checkt, ist eine Gefahr vorhanden, die unbedingt nicht offensichtlich ist. Also beispielsweise ein Läufer kommt und sagt, ich habe nie Beschwerden beim Laufen. Und das muss ich natürlich als Kardiologe herausfinden, ob da irgendwo ein, wie gesagt, schlummerndes Risiko ist. Ja, aber das kann er gar nicht vorher sagen. Also wenn er den ersten Marathon läuft, dann kommt er ja so oder so an Grenzen. Also er kommt an Grenzen, sei es, dass er jetzt mit einer Gruppe läuft und sagt, okay, ich möchte jetzt unter 5 Stunden laufen. Da gibt es ja die Tempomacher. Ja? Aber irgendwann kommt er an Grenzen und dann sagt er, okay, ich laufe doch weiter. Und da kann er richtig mal in ein Gefahrengebiet reinlaufen, also gesundheitlich. Das kann man kardiologisch, kann man das vorher ganz gut checken, indem man also dieses sogenannte Herz-CT macht. Da sehe ich, ob eben Kalkablagerungen an den Herzkranzgefäßen vorhanden sind, die ein mögliches Risiko darstellen können. Das, was Sie meinen, sind natürlich ganz andere Risiken, die auch bei jung oder alt auftreten können. Also beispielsweise, dass ich über meinen Tiefpunkt hin drüber weglaufe, mich quasi in Anführungsstrichen in die Ekstase oder fast zu Tode laufe, das funktioniert. Es gibt ja dieses schöne Schlagwort des Runners High. Das heißt also... Das berauscht auch. Richtig. Ja. Nach einem Tiefpunkt, den ich durchschreite oder den ich durchlaufe, stößt der Körper so viele Glückshormone, das sind körpereigene Morphine, also diese sogenannten Endorphine, stößt der Körper so stark aus, dass ich gar nicht mehr merke, dass ich am Ende bin und dass ich fertig bin und weiterlaufe. Und da steht natürlich eine ganz große Gefahr. Zweite Gefahr ist Temperaturschwankungen, also große Hitze. Ich schwitze sehr stark, verliere über das Schwitzen wichtige Mineralstoffe wie das Kalium und wie das Magnesium. Und wenn ich zu viel Kalium verliere beispielsweise, erhöht sich die Bereitschaft des Körpers für Rhythmusstörungen. Und das sind in dem Sinne sind das auch sogenannte bösartige Rhythmusstörungen, an denen man natürlich versterben kann. Und zuletzt dann natürlich auch der Flüssigkeitsverlust mit einem Kreislaufkollaps. Nun, wenn wir einfach mal gedanklich jetzt den Münchner Marathon uns mal visualisieren, dann sind bestimmt von den 20.000 Läuferinnen und Läufern, würde ich mal sagen, 2.000 starke Raucher. Bestimmt, ja. Also ganz Rauchen bestimmt. Ist natürlich auch gefährlich. Das Lungenvolumen ist nicht so stark bei Rauchern. Was würden Sie solchen Leuten sagen? Also wenn einer sagt, ich bin starker Raucher, ich rauche am Tag 40 Zigaretten, aber ich möchte jetzt einfach den Marathon laufen? Also das ist keine gute Ausgangssituation. Das sagt einem, ich hätte fast gesagt, da braucht man gar keinen Kardiologen für oder gar keinen Mediziner. Das sagt einem schon der gesunde Menschenverstand. Also 40 Zigaretten oder auch 20 Zigaretten am Tag sind keine gute Startposition für den Marathonlauf. Naja, ich würde den Patienten versuchen zu motivieren und sagen, Marathonlaufen ist toll, das ist ein wunderbares Ziel, aber hör vorher auf zu rauchen, damit du dann in einem Jahr fit bist für den entsprechenden Marathonlauf. Aber um aufs Rauchen eben zurückzukommen. Das Rauchen verengt die Bronchien. Die Lungenkapazität ist dadurch eingeschränkt. Und dadurch hat man natürlich auch dann große Schwierigkeiten auf der langen Distanz. Jetzt das Thema Übergewicht. Mhm. Also Übergewicht, es gibt ja auch Menschen, die 2 Zentner sind und sagen, ich laufe jetzt den Marathon. Jetzt kommen die an nach einer gewissen Zeit. Ja. Man weiß ja, dass man unter 6 Stunden registriert wird, was ja gut ist. Ja, also man kriegt ja dann auch eine Positionierung, das kann man ja heute alles elektronisch. Man kann es übrigens auch verfolgen. Also wenn jetzt irgendjemand Marathon läuft, kann man sagen, okay, wo steht er denn gerade und so weiter. Aber wie ist es denn nach dem Finishen? Also das kann ja auch gefährlich sein, dass man sich durch das Laufen im Grunde irgendetwas geholt hat, was nicht gut ist fürs Herz oder nicht gut für die Gesundheit ist. Ja, ganz, oder für die Gelenke natürlich. Ganz genau. Also Übergewicht, da möchte ich direkt darauf zu sprechen kommen. Das ist ein ganz großes Problem. Also die Empfehlung besteht, wer über 100 Kilo wiegt, sollte eigentlich keinen Marathon laufen. Zumindest mit dem Sport anfangen, an Gewicht abnehmen und dann vielleicht irgendwann mal nach einer Gewichtsreduktion Marathon laufen. Aber 100 Kilo, jetzt mal ganz unabhängig von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, kann man sich auch ganz gut vorstellen mit gesundem Menschenverstand. Das ist für die Kniegelenke nicht gut. Also man muss überlegen, man läuft die Strecke auch überwiegend über Asphalt. Das ist für die Kniegelenke nicht gut, das ist für die Wirbelsäule nicht gut, das ist für die Hüftgelenke nicht gut. Und wenn Sie sagen, man holt sich da irgendetwas, also man kann sich da wirklich Gelenkschädigungen holen, die einen dann
über Jahre, wenn nicht über das ganze Leben begleiten. Ist es ratsam, dass man nach dem erfolgreichen Marathon auch mal einen Arzt aufsucht und sagt, ich lasse mich jetzt einfach noch mal durchchecken? Ja, in jedem Falle. Also bei den Leistungssportlern wird das ja auch genau gemacht. Und man sollte in jedem Falle Blut abnehmen, den Mineralhaushalt im Blut bestimmen. Man sollte den Flüssigkeitshaushalt bestimmen und das gegebenenfalls eben durch eine Infusionstherapie wieder nachbestimmen. Ganz wichtig ist auch das Thema der sogenannten Muskelenzyme. Die Skelettmuskulatur, wenn die überanstrengt wird, oder übersäuert wird, das ist ein ganz großes Thema, dann geht die Skelettmuskulatur zugrunde. Also das, was der sogenannte Muskelkater ist, das ist natürlich nie gut, aber es gibt keinen Marathonläufer, der hinterher keinen Muskelkater hat. Und Muskelkater ist eben einerseits natürlich die Übersäuerung der Muskulatur, andererseits sind es aber auch sogenannte kleine Muskelfaserrisse. Diese Muskelfaserrisse, die kann ich bei der Blutuntersuchung feststellen. Es gibt ein Enzym, das ist die CK, Kreatinkinase heißt das, die ist dann im Blut erhöht. Und wenn die exzessiv erhöht ist, also über 2.000 oder 3.000 Einheiten, dann droht auch ein Problem mit den Nieren. Das heißt also, hinterher ist es unbedingt ratsam, eine entsprechende Untersuchung durchführen zu lassen. Jetzt ist ja so, Marathonläufer sind ja wirklich disziplinierte Menschen und sie arbeiten ja manchmal ein Jahr lang hin, um wirklich den Marathon zu finishen. Das ist natürlich auch ein wahnsinniges Glücksgefühl. Und wenn man eben einfach mal einen Marathon gelaufen hat, Marathonläufer bleibt man sein ganzes Leben. Genau. Also, und den muss man selber laufen. Also den gibt es nicht bei Aldi, den kann man nicht per U-Bahn bestreiten, sondern den muss man selber laufen, muss man selber. Und ich habe in meiner langjährigen beruflichen Karriere bei meinen vielen, vielen Mitarbeitern, die ich mir angeschaut habe und dann eingestellt habe, habe ich immer geschaut, Hobbys. Und wenn da drin stand Tennis, dann war ich, okay. Oder irgendwie, ja, Schwimmen, okay. Aber wenn Marathon drin stand, dann habe ich gesagt, die Person schaue ich mir an. Und es waren meistens Leute, die es bewiesen haben, dass Disziplin wirklich in ihrer Gene steckt. Wie schaut es mit Ihrer Disziplin aus? Ich bin kein Marathonläufer, aber ich treibe natürlich Sport und habe auch mein ganzes Leben viel Sport getrieben. Und genau das ist der Punkt. Also beim Sport muss man Disziplin haben. Mhm. Meine Eltern wollten zum Beispiel immer, dass ich einen Gruppensport betreibe. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen witzig. Marathon ist jetzt kein Gruppensport. Also ich sollte einen Einzelsport betreiben und ich sollte einen Gruppensport betreiben. Und Gruppensport deshalb, weil man sich eben, wenn man ein Team ist, weil man in einer Gruppe Sport treibt und eben auch beim Fußball, dass ich nicht das Tor schieße, sondern sage, also der andere schießt das Tor. Das ist wichtig für den Teamgeist. Und auf der anderen Seite der Individualsport, also Leichtathletik oder Marathonlaufen, also deshalb, weil man sagt, also es geht nur mit Ehrgeiz, es geht nur mit Disziplin und nicht immer sofort aufhören. Das heißt also, wenn ich aufgeben. Das erste Mal aufgeben ein bisschen, kann man nur bei der Post. Richtig. Wenn ich das erste Mal Seitenstiche habe oder denke, boah, das ist aber jetzt heute anstrengend und beschwerlich, dass ich dann sage, jetzt überwinde ich mich und laufe weiter. Kleine Anmerkung, Frau Dr. Richards, also das stimmt nicht ganz. Marathonlaufen, wenn man also dann läuft über Stunden, da kommt man gut ins Gespräch auch mit anderen Marathonläufern. Und mit sich selbst, ja, natürlich. Ja, natürlich. Man lässt sein, das Leben ist sowieso ein Marathon, ja? Also genau. Mehr oder weniger. Aber trotzdem, man kann mit Leuten reden, man kann mit Leuten sprechen, man kann sich im Grunde durch den Dialog, wenn man nebeneinander läuft, sagen, where do you come from? Oder was machen Sie? Und er sagt, ja, ich komme aus Niederbayern. Und der andere sagt, I'm from New York. Ich komme aus Italien. Und da gibt es so ein tolles Gespräch, dass man wieder Kraft kriegt. Ja? Oder auch die Zuschauer auf den Straßen. Also jetzt in München, da stehen ja wieder Tausende von auf den Straßen. Und sagen, hey, und Sie können es machen, lauf schneller und so weiter. Jetzt laufen wir aber schnell mal in die Werbung rein. Ja. Okay, wir sind gleich wieder drauf.
Ja, jetzt laufen wir wieder weiter und ich habe hier ein wunderschönes Buch. Herr Dr. Lejeune, Sie sind Marathonläufer, Sie haben das schon eben angekündigt und haben ein wunderbares Buch geschrieben. Und zwar Mein Marathonlauf des Lebens. Also ein wunderbares Buch. Marathonlaufen ist ja nicht nur das Laufen, wir haben eben darüber gesprochen, sondern es ist auch eine Lebensphilosophie. Herr Dr. Lejeune, wie kamen Sie denn überhaupt zum Laufen? Also ich bin natürlich schon früher, als ich Kind war, vor größeren Freunden davon gelaufen. Aber zum Laufen kam ich im Grunde über unseren Chefredakteur, über Herrn Jörg van Hoven, der ein fantastischer Läufer ist. Interessant. Und wir waren mal zusammen gewesen in Kanada. Und irgendwie sagt er, du hör mal, damals waren wir noch per Sie, also, Herr Lejeune, was halten Sie davon, wenn wir laufen? Und das war im März 2000. Und dann sagt er, ja, laufen ist schön, aber ich bin noch nie gelaufen. Ich habe immer so ein bisschen Tennis gespielt, aber gelaufen bin ich noch nie. Dann sagt er, nee, wenn, dann laufen wir den New York Marathon, weil das ist die Königsdisziplin. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen eine Wette. Also wer eben verliert, muss, ich weiß nicht mehr, ich glaube, irgendwie ein Abendessen oder Theaterkarten in New York besorgen. Und dann haben wir uns angemeldet zum New York Marathon im November 2000. Mhm, wunderbar, wunderbar. Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Jetzt schreiben Sie in Ihrem Buch, Laufen ist nicht gleich Laufen. Laufen um des Laufenwillens, das geht gar nicht. Wie meinen Sie das? Also wenn man läuft, sollte man immer ankommen. Also man sollte immer ein Ziel vor Augen haben. Also und wenn es wirklich jemand ist, der sagt, ich habe mir jetzt mal ins Bein gebrochen und jetzt ist der Gips runter, jetzt habe ich wieder ein Ziel, ich möchte 1 Kilometer jetzt ohne Krücken gehen, ja. Also beim Laufen sollte man immer ein Ziel haben. Kann man im Herzen haben, kann man im Kopf haben, wo auch immer. Mhm. Sie schreiben, dass Sie immer schon viel gelaufen sind. Sie sind ja auch ein toller Fußballspieler gewesen, haben also viel Fußball gespielt und haben dann gesagt in Ihrem Buch, das Laufen beim Fußball ist aber anders gewesen als das Marathonlaufen. Können Sie das mal beschreiben? Ja klar, mal also beim Fußball läuft man also kurze Strecken, also man muss kurze Sprints machen und beim Marathon muss man ankommen nach 42,195 Kilometer. Also Fußballer sind meistens ganz schnelle Sprinter, also zum Beispiel ein Franck Ribéry, der läuft also die kurzen Sprints mit 38 km/h, ist schon eine Ansage. Aber beim Marathon ist es wichtig, die Ausdauer und vor allen Dingen auch, sich ein Ziel zu setzen. Als ich damals den New York Marathon lief, ich gestehe ein, Jörg van Hoven ist ja 13 Jahre jünger wie ich war damals 57, ich habe mir gesagt, ich möchte unter 6 Stunden ankommen. Mhm. Und das ist gar nicht so einfach. Und zwar aus folgendem Grund, ich habe natürlich am Start ein Pulsmesser gehabt, 176 Puls zum Start. Also das ist, also normalerweise würden Sie sagen, als Kardinal, also nehmen Sie mal aus. So, dann habe ich natürlich getrunken, man sagt, man muss viel trinken. Und naja, damals waren beim New York Marathon 40.000 am Start. Und da kommen erst die Profis, dann kommen die mit 2 Stunden 50, dann 3 Stunden, 4 Stunden und dann der Rest. So, jetzt so nach ungefähr 5-6 Meilen verspürte ich ein natürliches Bedürfnis. Ja. Also wo ist dann eine Toilette? Und dann sah ich da eine Toilette, und in New York ist es ja übrigens, die Männer könnten ja mal so hinter die Büsche gehen. Das geht ja gar nicht. Also das geht ja gar nicht. Also man, da versaue ich mir die ganze Zeit, aber das Bedürfnis war natürlich, wurde immer stärker. Ja? Also dann bin ich an die Tankstelle gegangen und dann habe ich gesagt, I give you $10. Can I go to? Ja, no problem. Da war ich auf der Toilette und konnte wieder am Rennen teilnehmen. Ja? Aber man muss beim Marathon im Grunde immer schon das Ziel vor Augen haben. Und das Ziel heißt, ich laufe durch das Ziel durch. Aber das Ziel ist ja, man läuft gegen sich selber. Es geht ja gar nicht so sehr um jetzt die letztendliche Zeit, sondern es ist ja mehr, dass man sagt, ich komme in das Ziel und ich kann selber mich überwinden und ich laufe die 42,195 Kilometer. Ich weiß nicht, welche Zeit sind Sie damals gelaufen? Also ich bin 5,22. Ja, ist eine tolle Zeit. Aber es geht darum, für sich selbst läuft man, also nicht für irgendjemanden anderen, oder? Also nee, sehe ich anders. Also man durchläuft ja da, also erstmal denkt man, boah, was passiert, wenn ich jetzt einen Herzinfarkt kriege? Was passiert, wenn ich nicht durchs Ziel komme? Solche Gedanken kommen. Ja, ich habe natürlich vorher, erstmal habe ich damals mit der Abendzeitung ein Abkommen gemacht, ich habe gesagt, wenn ich da durchkomme, spende ich pro
gelaufenen Kilometer 1000 Mark damals, oder waren schon Euro. Und da stell dir mal vor, also das war jetzt bei den Medien bekannt und Erich Lischön kommt da nicht durch. Also das ist dann schon, man läuft da schon gegen sich selber, auf, aber man läuft natürlich auch gegen die Zeit. Und dieses ganze Einteilen, dann natürlich, man kriegt logischerweise Schwächen. Also der Mann mit dem Hammer, der kam auch bei mir. Mhm. Also wo sich plötzlich hier so eine ganz kleine Muskel sperrte, ja, wo ich einfach nicht mehr laufen konnte. Dann bin ich zu Fuß gegangen. Und gesagt, dann laufe ich zum Schluss zu Fuß durchs Ziel. Ja, aber dann ging es wieder. Also man hat schon irgendwie so die Zeit im Auge. Mhm. Jetzt sagen Sie noch mal, wir haben ja eben etwas über die Vorbereitung gesprochen. Wie war denn Ihre Vorbereitung? Also ich weiß das aus dem Buch, das ist ja eine relativ kurze Zeit gewesen, also der Vorbereitung, also ein halbes Jahr oder nur ein Jahr. Denn normalerweise bereiten sich ja viele über Jahre vor und laufen und erhöhen die Laufstrecke und so weiter und so weiter. Sie haben ja die Idee gefasst, waren motiviert, da kommen wir auch noch mal gleich drauf zu sprechen, und sind dann nach relativ kurzer Zeit, also nach einigen wenigen Monaten, sind Sie den New York Marathon gelaufen. Also ich habe mich natürlich grottenschlecht vorbereitet. Also erstmal hatte ich keine Turnschuhe mehr, also habe ich mir Turnschuhe gekauft, und dann ich wohnte damals in der Nähe des Englischen Gartens, und dann bin ich so, ja, na, erstmal hatte ich gar keine Turnschuhe, sondern bin in so Slipper rein und bin da mal 500 Meter und dachte, ich schaffe das nicht. Habe dann eben einfach mich langsam gesteigert, habe mir dann wirklich erstmal die richtigen Schuhe gekauft und habe dann immer gedacht, so, und bin dann wirklich fast täglich im Englischen Garten gelaufen und habe mir dann als erstes großes Ziel 10 Kilometer vorgenommen. Und da kommt in einem unglaubliches Selbstbewusstsein auf. Also ich schaffe das, immerhin 57, und habe dann eben so richtig Lust bekommen und habe dann gemerkt, mein innerer Schweinehund war immer im Körbchen. Ja, der kam nicht mehr hoch, der kam nicht mehr hoch. Und dann bin ich, es ist ganz interessant, also auch vielleicht für die Zuschauer, die Marathon laufen wollen, eine schöne Strecke ist um den Tegernsee rum. Das sind genau Halbmarathon. Ja. Mhm. Und wenn man Halbmarathon gelaufen ist, dann schafft man auch den ganzen. Und ich bin nie die 42 vorher gelaufen, aber ich habe quasi nur... Aber Tegernsee ist anstrengend, da geht es hinterher noch mal so ein Stückchen hoch. Aber ich könnte Ihnen mal von New York erzählen, wie das ist. Also die ganzen Brücken und so, ja. Verrazano Bridge, wenn Sie die Brücken darauf gehen, diese Steigungen. Also das geht schon in die Knochen. Genau. Ja, wunderbar. Marathonlaufen ist eine Lebensphilosophie. Und Sie schreiben das ja auch in Ihrem Buch Mein Marathon des Lebens. Wie ist quasi so dieser Brückenschlag zwischen dem Marathonlaufen als Sport und dem Leben oder vielleicht auch Ihrem eigenen Leben? Naja, also da müssen wir jetzt ein paar Sendungen anlegen. Aber vielleicht mal in zwei, drei Sätzen. Also generell läuft man natürlich erstmal durch seine Kindheit. Ich hatte ja eine ziemlich spannende Kindheit, harte. Spannend im Sinne von schwierig. Schwierig. Ja. Das durchläuft man. Dann, wie man junger Mann ist, wenn man so, dann merkt man also, okay, man kommt da an. Und dann merkt man einfach, da fehlt noch was, da fehlt noch was. Und ich habe gemerkt, als ich den Marathon gelaufen bin und durchs Ziel lief, dass noch so viel fehlt in meinem Leben. Also, schön, dass man sagt, hier, du musst dir mehr Zeit nehmen, wirklich für Sport. Also von da an habe ich wirklich nie aufgehört, Sport zu machen, dass du dir eben mal vornimmst, mit netten Menschen mal, ohne dass du was willst, von denen auszugehen und einmal, oder Menschen anzurufen oder eben einfach die Blumen am Wegesrand zu sehen. Also das habe ich alles durch diesen Reinigungslauf in New York erlebt. Aber das meine ich damit, dass man sagt, also man kommt ins Gespräch mit sich selber. Also auf dieser langen Strecke, wo man sicherlich auch alles wahrnimmt um sich herum, aber man kommt ins Gespräch mit sich selber. Ich habe das aus Ihrem Buch entnommen, die Marathon-Taktik. Das hat mir außerordentlich gut gefallen. Und das kann ich jetzt auch wieder übertragen in das richtige Leben, dahingehend, dass man Fehler macht. Also nicht derjenige, der beim Marathon sofort losstartet, der ist auch hinterher als Erster im Ziel. Also was kann man auch im Leben falsch machen? So was kann man auch im Marathonlauf falsch machen? Da haben Sie geschrieben, entscheidende Fehler, zu schnell starten, falsche Selbsteinschätzung, das hat mir sehr gut gefallen, und man schließt sich der falschen Gruppe an. Also nicht nur der falschen Laufgruppe, sondern auch im Leben schließt man sich der falschen Gruppe an. Absolut, dass man eben einfach merkt, man ist irgendwo, sagen wir mal, nur bei, das ist vielleicht ein harter Ausdruck, bei Warmduschern unterwegs. Man hat irgendwie die verkehrten Leute. Und was mir nach dem Marathon so unglaublich Kraft gegeben hat, war, anschließend war ich mal in einem englischen Zug
von London nach Birmingham. Und dann war ein Typ drin, ein österreichischer Geschäftsmann, der sprach sensationell Englisch. Mhm. Da habe ich gedacht, jetzt hast du einen Marathon gelaufen, warum kannst du nicht besser Englisch lernen? Okay. Und von da an habe ich gesagt, ich gehe jedes Jahr, Anfang des Jahres, und das habe ich dann auch über 10 Jahre, gehe ich nach London und gehe auf den Sprachkurs. Also man lernt so viele disziplinarische, sagen wir mal, Lücken im Leben kennen und man nimmt die und man füllt sie. Ganz toll, ja, ganz toll. Sie. Und das sind eben diese guten Gedanken, die einem während des Marathonlaufens kommen. So, sind Sie natürlich ein Mensch, der begeistert, ein Mensch, der motivieren kann, aber natürlich auch sich selber motivieren kann. Also Ihr Leben besteht ja aus Ehrgeiz, Disziplin und Motivation, also alles positive Eigenschaften. Wie motiviere ich mich selber beim Marathonlauf? Und das ist natürlich auch für den morgendlichen Marathonlauf sicherlich ein ganz wichtiges Thema, wenn ich am Tiefpunkt angekommen bin und eigentlich sage, ich kann jetzt. Also als erstes würde ich beginnen, ich habe es leider nicht gemacht, ich würde mit einem Check-up beginnen. Sehr gut. Weil es war bei mir auch damals 57, da könnte ja schon was sein, also bei mir ging es gut. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich möchte in einer gewissen Zeit durchs Ziel laufen. Denn durchs Ziel laufen, das ist einfach, das ist Weihnachten, ja. Pfingsten, wunderbares Ostern, Gefühl, ja. Geburtstage inklusive. Es ist ein Gefühl, also es ist wie die Sonne. Ja. Das ist das Erste, das Zweite. Das Dritte ist, ich muss im Grunde schon mich informieren, welche Startzeit habe ich. Man kann das ja heute mit elektronischen Uhren und so weiter, wie laufe ich, welchen Schnitt laufe ich, ja, um dann und dann anzukommen. Wie trinke ich? Ja? Was denke ich während des Marathons? Habe ich viele Freunde davon informiert und sage, du, ich laufe einen Marathon. Ich habe das in dem Fall damals gemacht, weil ich wusste, wenn ich jetzt da nicht durchkomme, ich blamier mich bis auf die Knochen. Ja? Und dann habe ich natürlich angerufen, dann haben die angerufen, was, und du hast es geschafft und so. Oder damals, als ich zurückkam zu meiner Firma, dann stand die ganze Mannschaft da und haben gesagt, toll und so. Also ich glaube, man kann so viele kleine Trigger-Points sich nehmen und natürlich im Grunde auch sagen, lauf mit einem Lächeln. Mhm. Also hab das Lächeln im Gesicht, sei nicht verbissen und bleib auch mal stehen und geh. Also es gibt so viele Marathonläufer, die eben auch Marathon gehen. Also die natürlich. Sagen, jetzt gehe ich wieder natürlich. Und dann springe ich wieder. Ich springe wieder neu an. Also wie ich sage es mal, ich war ja auch mal ein ganz guter Reiter. Also man galoppiert nicht immer, sondern man bleibt wieder stehen, dann galoppiert man wieder im Stehen an. Und so ist es auch beim Marathonlaufen. Ja. Das heißt, also aufhören ist keine Option gewesen. Dann, nein, nie. Also während des Marathons, nein. Aber natürlich kommt der innere Schweinehund kommt dann plötzlich aus dem Körper und sagt, es gibt auf. Also aber da gibt es natürlich dann die Handtatscher an der Straße. Ja, schön. Wenn man dann die Hände dann so berührt oder dann Kommentare, dass jemand sagt, ja, also, Sie schaffen das, Sie können das. Also speziell in New York ist das so. Also New York, also wenn jemand Marathonläufer ist, dann sollte er wirklich an New York auch denken, dass der läuft. Das ist die Idee. Ja. Und das ist 1,5 Millionen auf der Straße, Bands und die. Das ist natürlich auch etwas, der Marathon, also früher hat sich ja viel Sport in der Turnhalle abgespielt, auf dem Tennisplatz, in der Turnhalle, aber jetzt ist ja Laufen oder Sport ein öffentliches Event. Also die Beachvolleyballer, die spielen mitten in den Städten, die Läufer sowieso, die Fahrradfahrer sind auch schon immer draußen gewesen, aber der Marathonlauf ist ja ganz speziell auch ein öffentliches Ereignis. Also Sie haben es ja eingangs gesagt, ein Mega-Event ist das. Ja, und man läuft auch für Charities, also man läuft auch für Das ist richtig. Auch jetzt, morgen sind ja wieder viele für Charities am Start. Also die Clowns, die gute Laune bringen. Also viel eben für gute Zwecke, natürlich insbesondere eben für Kinder und gesundheitliche Zwecke, was ich ganz fantastisch finde. Aber da merkt man natürlich auch, dass die Menge einen trägt. Nicht, dass man dann, wenn man am Tiefpunkt ist, man sagt, also körperlich bin ich jetzt doch eigentlich erschöpft, aber die Menge jubelt zu und sagt, hey man, you can do it. Ja, klar. Also das ist fantastisch. Also das ist ja wie in den Fußballstadien. Also wenn man Geisterspiele, wenn da keine Zuschauer da sind, dann spielen die nicht so gut. Ja? Also das ist schon wirklich eine große Begeisterung. Aber um einen Marathon wirklich zu laufen, braucht es das Ziel, ich komme durchs Ziel.
Also nicht nur zu wetten, sondern man muss es tun. Und das ist eben einfach Disziplin. Und ich meine, das merken Sie, wenn Sie täglich in Ihre Praxis gehen und eben einfach sagen, ich habe 15, 20 Patienten, Patientinnen und ich ziehe das durch, weil ich den Menschen einfach helfen möchte oder weil ich ihnen einfach gut tun möchte oder weil ich sie einfach gut beraten möchte. Das gehört genauso dazu. Ohne Disziplin und Motivation geht überhaupt nichts im Leben und das spiegelt sich ja auch beim Marathonlauf wieder. Und deshalb finde ich natürlich, um wieder auf dieses schöne Buch zu sprechen kommen, deshalb finde ich den Titel so schön. Einmal der Marathonlauf und der spiegelt ja auch unser Leben wieder. Wir sind nicht immer in der ersten Reihe und Sie haben ja auch geschrieben, Sie haben von einer relativ schlechten Position gestartet, auch im übertragenen Sinne, also im Marathonlauf selber von einer relativ schlechten Position gestartet, im wirklichen Leben auch und sich dann eben Stück für Stück für Stück nach vorne gekämpft. Und das Leben ist ja nicht nur ein Marathon, sondern auch ein Triathlon. Also viele Menschen in meinem Alter, also ich bin jetzt 73, die sagen, ja, das war's und ich gebe auf, das will ich nie tun. Sondern ich sage, es gibt noch den Triathlon, es gibt immer was im Leben, was man mit Disziplin erreichen kann, was man mit Disziplin anstoßen kann. Ja? Aber jetzt möchte ich Sie mal fragen, kann ich Sie mal motivieren, dass Sie mal einen Marathon laufen? Also ich würde mit dem Halbmarathon erst einmal vorsichtig beginnen. Das geht ja schon mit 10 Kilometern. Also, genau, also das ist jetzt nicht das Problem, aber ich bin, und da muss man ja auch immer schön ehrlich sein, ich bin weder in meinem Leben einen Halbmarathon gelaufen, noch einen Marathon gelaufen. Aber ich habe früher natürlich so Cross-Country-Läufe gemacht, also 10, 15 Kilometer war da nicht das Problem. Aber vielleicht würde ich erstmal mit dem Halbmarathon beginnen, ehe ich dann sage, dann laufe ich dann den New York Marathon. Das gibt es jetzt auch morgen, also kommt der Halbmarathon. Jetzt würde ich Sie doch mal bitten, bevor wir dann die Sendung, diese schöne Sendung über Marathon, vielleicht sagen Sie doch mal, weil wir senden ja die Sendung schon am Samstag, schauen sicherlich die ein oder andere Marathonläufer zu, dass Sie vielleicht noch mal in die Kamera kurz sagen, auf was man doch achten sollte. Ja, also Marathon ist eine ganz große Herausforderung, körperlich und natürlich eine medizinische Herausforderung. Das heißt also, bevor Sie sich entschließen, einen Marathon zu laufen, also auch Zeit nicht nur im Sportgeschäft verbringen, sondern bitte auch beim Arzt verbringen, einen kardiologischen Check-up machen, um zu gucken, ob es irgendwelche Risiken gibt. Und wenn Sie Medikamente einnehmen, das natürlich mit Ihrem Arzt besprechen, welche Medikamente Sie wann einnehmen. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich nur sagen, dann wünsche ich allen für den morgigen Lauf ganz viel Erfolg und natürlich, dass sie das gut überstehen. Und das schöne Buch halte ich auch noch mal in die Kamera. Okay. Also ganz fantastisch und es lohnt sich, das zu lesen. Jetzt möchte ich Sie noch mal fragen, über 20.000 Damen und Herren laufen den Münchner Marathon. Also sie sind schon diszipliniert, die sind begeistert. Aber wie viel glauben Sie, hätten doch vorher zum Check-up gehen sollten? Also es ist schwer jetzt zu sagen, es sind 5% oder 50%, aber in jedem Falle viel zu wenig haben vorher ein Check-up gemacht. Wir haben vor einigen Jahren über den Münchner Merkur eine Kampagne gestartet, dass wir gesagt haben, wir bieten ein kostenloses Check-up für die München-Marathonläufer an, sowohl kardiologisch als auch orthopädisch. Und es sind 3 Personen erschienen. Das heißt also, es müssten viel mehr kommen und vorher einen Check-up machen. Jetzt machen Sie ja auch in Ihrer Praxis den Marathon-Check-up. Da gibt es natürlich dann auch super Ergebnisse, wenn da einer also wie verrückt 200 tritt beim Belastungs-EKG, dann sagen Sie, also ja, ich glaube, Sie können da unter 3 Stunden ankommen. Das ist das ganz große Problem, wenn ein Mensch unglaublich fit ist. Fitness hat ja nichts mit Gesundheit zu tun. Wenn ein Mensch unheimlich fit ist, dann mit einem Belastungs-EKG herauszufinden, ob dort irgendwelche Probleme sind, ja oder nein. Und deshalb muss man das heute natürlich differenzierter untersuchen. Das Belastungs-EKG reicht nicht. Der tritt bis abends 350 oder 450 Watt, sondern man muss eben eine Ultraschalluntersuchung des Herzens machen und man muss eben sehen, ob Kalkablagerungen an den Herzkranzgefäßen vorhanden sind. Jetzt erzähle ich Ihnen noch etwas zum Schluss der Sendung, weil das ist ganz spannend. Ich habe ja auch den Stockholm-Marathon gelaufen und zwar gleich nach, also in einem Jahr zwei, was auch vermutlich nicht gesund ist. Ja. Aber da war ich richtig, also ich möchte unter 5 Stunden reinlaufen. Und wenn man Stockholm läuft, erstmal sind die Straßen nicht so
bewandert wie in New York. Und die schwedische Sprache ist keine Sprache, da ist viel Ä drin, die im Grunde motiviert. So. Nicht so motiviert. Ja, ja. Und man muss zwei Runden laufen, also zweimal 21 Kilometer. Und ich war die ersten 21 Kilometer in etwa so bei 1,50. Also ist ja Wahnsinn, ja, war mir klar. Und in dem Moment, als es wieder in die zweite Runde geht, man musste da rechts abbiegen, und links ging es ins Olympiastadion rein, in Stockholm, kam hinten Blaulicht, Motorrad, und dann lief gerade der Erste an mir vorbei, der also vermutlich mit 2 Stunden 5 der Sieger des Marathons wurde, und ich musste nochmal die 21 Kilometer laufen. Das hat mir fast wirklich das Kreuz gebrochen, aber dann, ne, das kann nicht sein. Aber, und dann kam nur eines dazu, dann plötzlich ging die Sonne weg, dann hagelte es, dann sind vor mir, ich würde sagen, 300 sofort ausgestiegen, weil wenn man nasse Füße hat, ist auch nicht gut fürs Laufen. Aber dennoch finde ich, unsere Sendung lief heute ganz gut. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Wunderbar. Richards. Dank. Sie müssen wahrscheinlich jetzt wieder gleich zurück in die Praxis. Genau. Und wie gesagt, denken Sie noch mal drüber nach. Halbmarathon? Am Tegernsee. Am Tegernsee, genau. Am Tegernsee. Okay, liebe Zuschauer, das war's schon wieder. Ja, wenn Sie Zeit haben, schauen Sie morgen auf die Münchner Straßen. Da sind 20.000 Damen und Herren unterwegs beim Münchenmarathon. Und wir sind sicher, dass viele ankommen werden. Und mit Sicherheit kommen alle wieder gesund ans Ziel. Wir sehen uns wieder. Bis dahin noch eine schöne Zeit. Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die eben gesehene Sendung ist ein Business TV-Format. Sie wurde unterstützt von der Lejeune Academy München.